Zingst. Auf den ersten Blick wirkt der ehemalige Seefahrerort an der Ostsee seelenruhig und etwas verschlafen. Im Hafen schaukeln die Segelboote im leichten Wellengang. Spatzen suchen nach Futter. Am Strand genießen Mensch und Möwe die Sonne. Das Meer lädt ein zur erfrischenden Abkühlung. Doch wer einmal die atemberaubende Schönheit der Naturlandschaft genossen hat, wird sich auf jeden Fall in das Ostsee-Heilbad verlieben. Also ich bin das erste Mal hier in Zingst und es ist wirklich wunderschön hier. Die kleinen Häuschen, das Rauschen des Meeres, diese tolle Seeluft. Also ganz anders als diese Betonbogen, die man sonst so kennt. Und das ist mit Sicherheit nicht das letzte Mal, dass ich hier gewesen bin. 18 Kilometer Sandstrand auf der einen Seite, die Boddenküste direkt auf der anderen. Eingebettet in die ursprüngliche, einmalige Landschaft des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft ist Zingst zu jeder Jahreszeit der ideale Erholungsort. Radfahren auf dem Deich, ein Besuch beim altertümlichen Kapitänshaus oder eine Bootstour auf dem Bodden. Zingst weiß seinen Besuchern einiges zu bieten. Also man kann Natur erleben, man hat die Idylle, die Orte sind kleingliedrig, sehr detailliert. Man kann auch erkennen, dass wir ein alter Seefahrerort sind, aber auf der anderen Seite auch sehr modern. Über 1000 Veranstaltungen erwarten Sie im Jahr, von der Buchlesung bis zum Bernstein-Vortrag, von der großen Beachparty bis zum Klassikabend, vom Klavierfestival bis zum Fotofestival sind wir ziemlich intensiv und gut aufgestellt. Doch genau dann hält auch die große, weite Welt Einzug in das ruhige Ostsee-Heilbad. Das Fotokunstfestival Horizonte Zingst lockt in seinem dritten Jahr auch schon große Namen an den Bodden. Porträt- und Aktfotolegende Greg Gorman und Hochzeitsstarfotograf Mike Larsen gaben Interessierten sogar direkten Einblick in ihre Arbeit. Bei Fotoworkshops durften ambitionierte Hobbyfotografen den Meistern über die Schulter schauen und sich wertvolle Tipps geben lassen. Ich hatte eine super Woche in Zingst. Das Wetter hat toll mitgespielt. Ich hatte die Chance, in Spitzenlocations Fotoshootings zu machen und drei super Workshops. Ich freue mich schon jetzt auf nächstes Jahr. Ich hatte viel Spaß beim Fotografieren. Die Modelle waren super und es war interessant, mal nicht nur selbst hinter der Kamera zu sein. Die Teilnehmer waren spitze, sehr nette Menschen und ich freue mich auch aufs nächste Jahr. Really got along, really, really warm people and definitely looking forward to coming back next year. Wer dieses Jahr seine Chance verpasst hat, sollte sich also für nächstes Jahr Ende Mai das vierte Horizonte Fotofestival in Zingst vormerken. Und auch wenn Sie lieber nicht selbst tätig werden wollen, sollten Sie diesen Sonnenuntergang in Zingst nicht verpassen. Und danach können Sie dann zumindest die Fotos der Festivalwoche bei einem Gläschen auf einer Riesenleinwand am Strand bewundern.